Die EU-Kommission hat keinen Druck von irgendjemanden, weil die wählt keiner. Die wird ausgekungelt zwischen den Mitgliedstaaten, dann wird sie zwar im Parlament bestätigt, aber das läuft meistens relativ reibungslos. People don't just change because they hear the argument and say, oh God, that's a good argument. They also change because they see that certain things work and they work in a better way and they work with better values and they enjoy being part of it. That's why in Greece we've given very big emphasis into the social solidarity movement. Vom EU-Parlament demokratisieren oder EU-Institutionen demokratisieren, das ist sehr schwer, zumindest unter den Bedingungen einer kapitalistischen europäischen Ökonomie, weil wir eben diese wirtschaftliche Machtkonzentration haben und weil erstmal die EU-Institutionen ganz weit weg sind. We've done social clinics and social pharmacies and social groceries. Why? Because we want to develop a left that not only says different things, but actually does different things. So people can see, gosh, that's a good way of running things. That's a better solution than the privatized. So to say let's socialize everything is to assume what we haven't got. We haven't got a majority in society at the level of ideas. Things would be much easier if we did. So we have to think of how to go from A to B. Ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu dieser Veranstaltung, die Feuerprobe des Widerstands, die Eurokrise und die Linke. Mein Name ist Thomas Sablowski, ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Institut für Gesellschaftsanalyse als Referent für politische Ökonomie der Globalisierung. Der Titel dieser Veranstaltung ist angelehnt an ein Buch, was im letzten Jahr erschienen ist, Crucible of Resistance, Greece, the Eurozone and the World Economic Crisis. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend einen der beiden Autoren dieses Buches, Euklid Tsakalotos, bei uns haben. Euklid ist Mitglied des griechischen Parlaments, Mitglied des Zentralkomitees von Syriza, der Koalition der radikalen Linken in Griechenland und Professor für Ökonomie an der Universität Athen. Zu meiner Linken Sarah Wagenknecht, die man, glaube ich, hier nicht groß vorstellen muss, die stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns sein kannst, Sarah. Wir haben uns gedacht zum Ablauf, dass wir jetzt keine langen Vorträge machen, sondern dass wir das eher in Form eines Gesprächs machen. Das heißt, ich werde ein paar Fragen stellen an Euklid und Sarah und dann werden wir Gelegenheit haben zur gemeinsamen Diskussion. Ich würde gern anfangen zunächst mit einer Lageeinschätzung, in welcher Situation wir uns gegenwärtig befinden und würde gerne euch beide dazu bitten, kurz was zu sagen, wie ihr die Lage eigentlich einschätzt. Haben wir es mit einer andauernden Krise zu tun in Griechenland, in Deutschland, in Europa und weltweit? Oder in welchem Stadium des Konjunkturzyklus befinden wir uns und wie ist die politische Lage? Kann man von einer politischen Krise sprechen noch oder von einer Konsolidierung zugunsten der herrschenden Kräfte? Wer ist in der Krise oder wo haben wir noch Krise? Wie schätzt ihr die Lage politisch und ökonomisch ein? Things are very exciting in Greece at the moment. We have a lot of challenges and we hope that through discussions like this, people can have a greater understanding of some of our problems and we could perhaps express how we need solidarity in the difficult months ahead. At the moment, Syriza is ahead in the polls. It's the first party. And so for the first time for a very long time, a European country could in the future have a left-wing government. Let me now deal with the first set of questions, which is where are we now in the crisis? Well, before I answer that, let me say that what is surprising, perhaps, is whatever we think the ultimate causes of this crisis, the system, the ruling elites, have not dealt with any of the proximate causes that got us into this crisis. So if you think that part of the crisis, one proximate cause was the financial system, they've done very little to regulate the financial system. If you think that
part of the cause was the macroeconomic imbalances between America and China and between Northern Europe and Southern Europe. They've done very little to deal with that problem. And if you think that part of the cause was the very significant social inequalities, especially in the Anglo-Saxon economies, but in most countries, they've done very little about that. So the interesting question is, can we believe that you can come out of a crisis, even on capitalist terms, if you do not deal with any of the proximate causes of that crisis? So given that, it's not surprising that we have a mixed picture. So we have certain economies who've done most in terms of monetary and fiscal policy coming out of this crisis a bit quicker in terms of growth, America, less so Britain, but they've come out of the crisis almost as if the economy is in intensive care. So even in America, with this huge quantitative easing program, this huge expansion of the money supply in non-orthodox ways, we don't know how the patient, when it's out of the intensive care, how it will react. And I would suggest that even in the Anglo-Saxon economies, exactly because they haven't dealt with the financial system, we could have small recoveries which are very speculative in nature. Not a new era of capitalist expansion, but small expansionary speculative increases which fall. Now, for the Eurozone, things are much worse. And, of course, they are much worse for the south of the Eurozone, where I think most economists are now predicting an L-shaped recovery. So a big recession, and then the economies at the bottom for a large number of years. And, of course, Greece has had the biggest fall in the L, but even in Greece, things are now going to the bottom bit of the L. Greece, and I want you to hold on to these three facts, had the biggest fall in income of any economy in the world in peacetime, 25%. It had the biggest increase in unemployment of any economy almost in the world in peacetime, from 8 to 28%. And it had the biggest, note this, increase in the debt to GDP ratio in peacetime. So the debt to GDP ratio has gone from about 120% of GDP at the beginning of the crisis, it's now near 180, 175%. So what have the structural adjustment programs done? They have done very little in terms of what they said they were going to do, deal with the debt crisis. Of course, if you're more cynical, they've done a lot. They've decreased wages, they've decreased pensions, they've destroyed all labor relationships. One famous person once said that the neoliberal attitude to crisis is never let a good crisis go wasted. And they haven't let it, from that point of view, go to waste. They've done the program that they would have liked to see in any case. But notice this, the structural adjustment program is not different in kind from what is going on in the rest of Europe. It's only different in degree. By that I mean that the structural adjustment program just distills the essence of neoliberal programs. It has the similar view about the relationship between the economy and society, the role of entrepreneurship and private interest, the withdrawal of democracy that is widespread throughout the capitalist world. So don't think the structural adjustment programs are completely different from normal neoliberal policies. They are just that, distilled, more aggressive, more collapsing the timescale, but it's the same situation. So how can we see what's happened? Well, one way of looking at the crisis, although it's at the level of the surface, we can go deeper in the discussion, is that the whole of the Western world went into this crisis having promised everybody, states, firms, companies, individuals, borrow as much as you like, because neoliberalism is going to have very high growth rates, and through growth and increased wealth, you will be able to pay back.
And what in fact happened was that growth performance even before the crisis of 2008 did not justify that borrowing. So companies, individuals, banks had to deleverage. In other words, they had to reduce the amounts they borrowed. But something else happened after the crisis. Because when growth does not justify the expectations of people, it isn't just towards debt, it's to all other contracts as well. Because what happened in the years before 2008 is that the elites and the ruling classes said to people, don't worry about your health, you will work, but the National Health Service will be there to serve you. Don't worry about your pension, you can work hard and you will have proper public pensions. And in other words, there were a lot of contracts, some financial contracts about how much people borrowed, some social contracts between governments and their people with respect to health or with respect to pensions. And the major decision after 2008 was to create a hierarchy of which contracts you were going to fulfill. And at the top of that hierarchy is to the financial system. So the other social contracts towards health, towards education, who forgets Schroeder's and Blair's and Simitis's promise of education, 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 that we would always provide education. All those social contracts have been put right down the agenda, and we are creating states which guarantee the creditors that the major contract to hold is the contract with your creditors. And my final point on this issue is I don't believe that is a stable equilibrium. I don't believe it's a stable equilibrium in the economic sense, in the sense that the economy has not sorted out its major problems. There is no growth dynamic, but I also think that it's not a stable equilibrium in terms of legitimacy, in terms of hegemony properly understood. In other words, by breaking all those contracts towards old people, to ill people, to young people who want an education and future jobs, we are the first generation since the Industrial Revolution where not only are things bad, but they might be worse for our children than they are for us. I don't think Western societies have ever met such a challenge. Even in the darkest of dark ages, people thought that things may be bad, but they'd be better for our children. And that is a major question for legitimacy. So both the politics of the recovery and the economics of the recovery set a big agenda for the left, because there is no clear evidence either that the capitalist economic system is recovering quickly or that the Eurozone is a stable equilibrium. It might be that Merkel and the ruling elites in the north want a particular type of Eurozone, but that doesn't imply that it's stable. And finally, there's a big opportunity for the left, because the hegemony, which is not based just on power, because hegemony in Gramsci always assumes that you give something to the middle classes, something to the working classes, so that your hegemony is based on your profits and your interests, but you give something to the intermediate. And to the intermediate classes and some of the lower classes. And for all those reasons, I think it's very important, the role of the left at this venture. Also ich kann eigentlich allem zustimmen, was Öklid eben gesagt hat. Also zum einen muss man ganz klar konstatieren, es ist keine einzige Ursache, keine einzige Bedingung, kein einziger Auslöser dieser Krise im Nachhinein beseitigt worden, sondern es ist alles nach wie vor im Grunde genauso problematisch wie vorher. Die Banken sind nicht reguliert, die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte haben sich reduziert, aber nicht, weil es plötzlich in diesen Ländern wettbewerbsfähige Industrien gibt, sondern weil die Inlandsnachfrage eingebrochen ist, weil man die Menschen arm gespart hat. Und dann fragen sie natürlich weniger Importe nach. Aber das ist natürlich keine ernsthafte Begrenzung außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte. Und vor allen Dingen ist das Kernproblem sogar eher schlimmer als besser geworden, nämlich das Problem gesellschaftlicher Ungleichheit. Und für mich ist das eigentlich der tiefer liegende Grund dieser Krise. Das heißt, eine unglaubliche Umverteilung von Einkommen und Vermögen seit den 70er Jahren schon,
von unten nach oben eine unglaubliche Konzentration von Einkommen bei den oberen 10.000. Das ist ja ein Phänomen, was wir in den USA sehen. Das ist ein Phänomen, was wir in Europa sehen, über einen langen Zeitraum, dass sich sozusagen ganz oben ein, im Grunde alle Zugewinne an Wachstum sich fast nur in den, bei den oberen 10% und ganz konzentriert bei den oberen 1% häufen, währenddessen die untere Hälfte der Bevölkerung richtig Wohlstand und Einkommen verliert. Das ist in unterschiedlichem Grade in den einzelnen europäischen Ländern hat das stattgefunden. Also in Großbritannien mit Thatcher natürlich viel, viel früher eingesetzt als in Deutschland, wo das so massiv erst mit der Agenda 2010 wirklich durchgesetzt wurde. Aber das ist im Grunde der Kern der, oder die entscheidende Auswirkung der neoliberalen Politik seit den 70er Jahren. Wachsende Ungleichheit und damit natürlich im Ergebnis eine eigentlich da niederliegende Nachfrage, weil die, die ihren Lebensunterhalt sozusagen mit ihren Löhnen, mit ihren Einkommen, mit ihren Renten bestreiten müssen, können weniger Güter nachfragen. So, und über lange Zeit wurde das dadurch ausgeglichen, dass es eine wachsende Verschuldung gab. Das war das Modell USA, also die Leute haben sich immer höher verschuldet, konnten ihre Häuser immer mehr beleihen, damit sie weiter konsumieren können und so wurde der Einbruch der Löhne abgefedert. Auch in vielen europäischen Ländern hat das eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also sinkende Löhne ausgeglichen durch wachsende Verschuldung. Und Deutschland war das Land, das davon indirekt profitiert hat. Wir haben hier nicht im Inland die Verschuldung gehabt, sondern wir haben halt mit unserem Export davon profitiert, dass sich andere Länder verschuldet haben. In Griechenland, aber auch in Spanien, in Irland, in Osteuropa auch. Also da hat das ja auch eine wichtige Rolle gespielt. So, und das hat natürlich zunehmend dann eben zu einer wachsenden Schuldenlast geführt. Nicht so sehr erstmal bei den Staaten, da ist Griechenland ein bisschen ein Sonderfall. Bei den meisten Ländern ja zunächst mal im privaten Sektor, im Bankensektor und im privaten Haushaltssektor. So, und irgendwann war klar, diese Verschuldung kann man nicht länger aufrechterhalten, weil irgendwann müssen die Leute halt ihre Zinsen noch bezahlen können. Und das ist ja der eigentliche Auslöser auch der Krise von 2008, der Finanzkrise gewesen. So, und dann kam die riesige Rettungswelle der Staaten für die Banken. Und erst im Gefolge dessen kam dann die Rettungswelle der Staaten, angeblich für andere Staaten, de facto aber wieder für Banken. Weil natürlich auch beispielsweise mit den inzwischen ja doch beträchtlichen Beträgen, über 200 Milliarden, die angeblich nach Griechenland überwiesen wurden, 94% davon sind eben an Anleger und Banken und den Finanzsektor geflossen. In Spanien ist es ganz klar, da ist im Grunde alles Geld an den Bankensektor geflossen, was Spanien bekommen hat. In Irland, die Rettungsmilliarden für Irland waren nur für Banken, nicht für den Staat. Das heißt, wir haben im Grunde mit den riesigen Rettungspaketen nur eine Umverteilung von öffentlichen Mitteln in den Finanzsektor organisiert und dadurch natürlich in den Ländern überhaupt nichts Positives bewirkt in Richtung von Investitionen oder irgendwelchen anderen positiven Effekten, sondern man hat gleichzeitig mit diesen Rettungsmilliarden für Banken ja darauf gedrückt, dass sie alles einsparen. Griechenland, das weißt du natürlich viel besser als ich, aber da ist der Gesundheitssektor 40% reduziert worden, sind die Renten reduziert worden, es ist der Mindestlohn gesenkt worden. Und so hat man diese ganzen Krisenländer ja erst in diese tiefe Depression reingespart, wo sie jetzt unten an dem L angekommen sind, das du beschrieben hast. So, und das ist ja keine Situation, die irgendwie aus sich heraus einen positiven Aufschwung wieder generiert. Und hier in Deutschland wird uns ja erzählt, ja, wir sind ja angeblich auf der Gewinnerseite. Das ist auch alles völliger Blödsinn. Die Mehrzahl der Menschen hat auch in Deutschland draufgezahlt, weil der Preis für den Exportboom waren ja die schlechten, miserablen Lohnentwicklungen. Also Deutschland hätte nicht diese Exportüberschüsse gehabt, wenn nicht mit der Agenda 2010 die Löhne derart in die Keller gedrückt worden wären. Und natürlich heißt das, die Exportüberschüsse wurden mit einem unglaublichen Einschnitt im Lebensstandard der Mehrheit der Menschen erkauft. So, und jetzt haben wir das Problem ja auch in Deutschland, dass es eigentlich keine Grundlage mehr für diese, schon im letzten Jahr, für ein immer weiteres Wachstum der Exportüberschüsse gibt, weil Südeuropa hat man erfolgreich so in die Krise gespart, dass dort natürlich Exporte reduziert werden von Deutschland, weil da ist die Nachfrage nicht mehr da. Das ist im letzten Jahr noch ausgeglichen worden oder in den letzten 2 Jahren durch die Schwellenländer, also China, Indien, Brasilien. So, und in diesen Ländern ist aber jetzt auch Krise, weil die nämlich jetzt zurzeit gerade einen massiven, auch spekulativen Kapitalabzug erleben.
Und damit ist natürlich die Frage ganz eklatant, auch für dieses Jahr und für die wirtschaftliche Entwicklung, wenn alles am Export hängt, weil der Konsum nicht anspringen wird, solange die Lohnentwicklung so mies ist, solange die Rentenentwicklung so mies ist. Was kann dann in Zukunft auch in Deutschland noch die Konjunktur tragen? Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und deswegen glaube ich eher, man hat, sag mal, die ganz vehemente sogenannte Euro-Krise, das war ja sozusagen das Problem, dass sich Staaten nicht refinanzieren konnten. Das hat man eingedämmt dadurch, dass Herr Draghi gesagt hat, also wir würden alle Anleihen kaufen. Und dann haben die Banken wieder solche Anleihen gekauft, weil sie ja von der EZB Billiggeld bekommen und dann können sie die in solche Staatsanleihen investieren, machen super Gewinn, im Grunde ohne Risiko, solange Herr Draghi sozusagen im Hintergrund bleibt und sagt, also wenn die Anleihen verfallen, dann stehen wir auf der Matte und kaufen. Das hat man dadurch befriedet, aber die eigentliche Krise ist dadurch in keiner Weise gelöst. Und wenn ich mir Schuldenquoten angucke, zum Beispiel wie die griechische von 175%, dann weiß man, das braucht einen Schuldenschnitt. Die Schulden sind zu hoch, die müssen weg. Und deswegen glaube ich, ohne dem, es gibt ja inzwischen viele Ökonomen, die das auch zugestehen, ohne dem wird es auch keine Erholung der Wirtschaft geben, weil selbst wenn Griechenland jetzt einen Primärüberschuss erzielt haben sollte, also ich kann das nicht einschätzen, wie glaubwürdig die Statistiken sind, aber selbst wenn, bleiben ja diese ganzen hohen Zinszahlungen. Und das kann ein Land auf Dauer nicht leisten. Also das ist wirklich vergleichbar mit Versailles. Also dass ein Land also völlig ausgeblutet wird und man alles rauszieht. Das ist ja der Effekt auch dieser Zinszahlungen. Also alles wird aus diesem Land rausgezogen und im Unterschied zu Versailles nicht, weil Griechenland einen Krieg begonnen hat, sondern wirklich, weil sich teilweise auch die Oberschicht und sicherlich auch ein Teil dieser korrupten politischen Elite ja auch schlicht die Taschen vollgeschlagen haben. Dadurch sind ja Staatsschulden entstanden, nicht weil die Bevölkerung so konsumiert hat. Aber das ist im Grunde ein ständiger Herd auch weiterhin von Krisen. Und ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, aus diesem ganzen Dilemma rauszukommen, wenn man wirklich einen völligen Schnitt in der Politik macht, eine völlige Umkehr der Politik. Also erstmal natürlich weg von diesen Kürzungsdiktaten, die ja noch nicht mal die Schulden reduziert haben, sondern sie haben die Schulden erhöht, weil eben mit den Kürzungen die Wirtschaft so stark eingebrochen ist, dass am Ende die Einnahmen schneller weggeschwunden sind, als die Ausgaben gekürzt werden konnten. Das hat sich ja inzwischen sogar bis zum IWF rumgesprochen, dass Kürzungspolitik Staatsschulden nicht reduziert. Also Schluss mit der Kürzungspolitik. Dann aber natürlich Schuldenschnitt. Und ich sehe das nicht nur für Griechenland, sondern auch für andere Länder, um die Schulden tatsächlich zu reduzieren. Ich sag mal, wenn wir das von deutscher Perspektive aus diskutieren, ist natürlich, bedeutet ein griechischer Schuldenschnitt heute, dass es für den deutschen Steuerzahler teuer ist. Aber die Verantwortung dafür liegt nicht in Griechenland, sondern sie liegt bei der deutschen Politik, die eben die Anleger von Griechenland rausgekauft haben. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann brauchen wir Investitionshilfen in diesen Ländern. Also statt 200 Milliarden dafür zu verschleudern, Banken und Anleger freizukaufen, wäre es meines Erachtens wichtiger gewesen. Und seien es auch nur 10% davon, wenn man die benutzt hätte, um in Griechenland ein Investitionsprogramm tatsächlich aufzulegen, damit auch ein Teil an Infrastruktur, an Industrie, die in den letzten Jahren verschwunden ist, weil sie einfach dem Konkurrenzdruck nicht standhalten konnte, damit das wieder entsteht, damit da wieder eine Substanz da ist, wo Menschen auch Arbeitsplätze finden können. Und wir brauchen natürlich, das ist dann wieder die Aufgabe hier in Deutschland, solange Deutschland mit dem Lohndumping vorangeht, solange wir auch Frankreich und andere Länder quasi in die Krise konkurrieren, weil wir hier unsere Löhne so mies entwickeln, ja, solange haben die kaum eine Chance, da rauszukommen. Und zurzeit ist ja der Trend eher, dass die jetzt sozusagen auch alle Agenda 2010 machen. Also Hollande ist ja jetzt auch umgefallen und will jetzt quasi, hat Herrn Hartz empfangen und plant jetzt ein Ähnliches. Aber zu glauben, dass das die Krise löst, ist lächerlich, sondern das wird eher zu einer richtig klassischen Deflationsspirale führen. Also das heißt, alle Länder drücken die Löhne weiter nach unten, damit sie sozusagen gegeneinander konkurrenzfähig sind. Bedeutet am Ende, da ist gar keiner mehr, der irgendwas nachfragen kann. Und das verschärft die Krise natürlich.
Und wir werden dann natürlich auch in Deutschland die Debatte wieder haben. Wenn die anderen Länder alle ihre Löhne so tief gedrückt haben, dann kommen sie natürlich wieder hier und sagen, ja, jetzt sind wir ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Also nochmal runter mit bestimmten sozialen Leistungen, sogenannten hohen Nebenkosten. Ist ja alles, ist ja ständig auch in der Debatte. Also ist ja nie ganz weg. Und deswegen glaube ich, das kann auf keinen Fall ein Weg sein. Wir müssen in Deutschland die Löhne deutlich erhöhen. Da reicht also 8,50 Euro irgendwann 2017 gar nicht. Wir bräuchten einen Mindestlohn sofort von 10 Euro. Das wäre auch vergleichbar mit europäischen Nachbarländern. Und wir müssten natürlich auch die ganzen Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt aufheben. Leiharbeit und Minijobs und sachgrundlose Befristungen, die ja allen den Gewerkschaften den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Also das wäre unsere Aufgabe hier in Deutschland, auch um zur Krisenbewältigung beizutragen. Dann, finde ich, müsste die deutsche Politik selbst dazu beitragen, Schuldenschnitte in Europa zu ermöglichen. Und ich finde, da ganz viel Kosten ja aufgelaufen sind, die Kosten sind ja da, die muss einer tragen. Und ich finde, sie muss die europäische Oberschicht muss sie tragen. Also sprich, deswegen fordern wir als Linke ja auch eine EU-weite Vermögensabgabe für Millionäre und Multimillionäre, und zwar eine sehr drastische. Und da wäre etwas, was Deutschland machen könnte. Also beispielsweise ist ja in Griechenland, in vielen Ländern das Problem, dass sie ihre Vermögen irgendwo hingeschafft haben. Aber meistens sind die nicht außerhalb von Europa. Sie sind entweder in der Schweiz oder sie sind auch in vielen Steueroasen, die teilweise EU-Mitglieder sind. Und natürlich könnte man, wenn man denn wollte, eine Regelung durchsetzen, ähnlich der, die die USA ja auch hat, die ihre Banken verpflichtet haben, solche Daten, soweit sie amerikanische Staatsbürger betreffen, offenzulegen. Und natürlich könnte Europa, die EU, auch Schweizer Banken und sprich natürlich erst recht die Banken in der EU selber, verpflichten, solche Daten offenzulegen. Dann kann man auch griechische Oligarchen und Oberschicht besteuern, genauso wie deutsche, italienische, spanische und andere. Da sind ja die Milliarden, die damals verbrannt wurden, die sind ja nicht weg. Also das, was Verluste sind auf der einen Seite, sind ja auf der anderen Seite Gewinne gewesen. Also zum Beispiel in Spanien der Immobilienboom, der hatte natürlich Profiteure, der hat ja nicht nur Schulden produziert und nicht nur Verluste am Ende, sondern der hat auch Gewinne produziert und die Gewinne sind da, die liegen auf privaten Konten. Und in Irland genauso, dieser riesige Immobilienboom hat natürlich auch riesig einige Leute steinreich gemacht und auch diese Vermögen sind noch da, da ist noch keiner rangegangen. Und ich finde das Kernproblem, dass man in Europa alles dafür getan hat, und da war die deutsche Politik ganz vorn dran, tatsächlich den neoliberalen Umbau sozusagen forciert fortzusetzen, indem man die ganzen Kosten der Krise den kleinen Leuten auferlegt hat, sie dort quasi zur Kasse gebeten hat, während die Reichen, die Oberschicht, die großen Unternehmen in keiner Weise irgendwie und natürlich auch nicht die Banken unter Druck gesetzt wurden, solche Kosten zu bezahlen. Das hat natürlich auch was mit der Interessenausrichtung deutscher Politik zu tun, ist ja völlig klar. Aber wenn wir jetzt überlegen, was wir als Linke anders machen, wäre es genau diesen Zirkel zu durchbrechen. Also nicht mehr die kleinen Leute zahlen zu lassen, sondern wirklich die Vermögen zu holen, die im Vorfeld der Finanzkrise entstanden sind und die heute ja auch schon wieder entstehen. Also im Finanzsektor wird ja schon wieder verdient wie vor der Krise. Auch bei der europäischen Oberschicht, das Vermögen ist heute weit höher als 2008. Da wird nicht verloren, da wird ständig weiter akkumuliert. Und wenn man da nicht rangeht, dann, glaube ich, hat man auch keine Chance, diese Kosten und diese ganze Krise zu bewältigen. Also es müsste ein völliger Bruch sein mit der neoliberalen Politik, ansonsten und auch eine grundsätzliche Umverteilung. Sonst sehe ich nicht, wie Europa aus diesen Problemen herauskommt, sondern sonst sehe ich eigentlich nur, dass man tatsächlich genau das, was Euklid beschrieben hat, also das L am unteren Ende fortsetzt. Und das werden wir auch in Deutschland zu spüren bekommen, also noch stärker, als wir es bisher haben. Weil damit natürlich auch alles, was wir an Exportchancen hatten, mehr und mehr kaputt gegangen ist. Und wenn im Inland nichts kommt, dann hat das hier natürlich irgendwann auch die Konsequenz steigender Arbeitslosigkeit und Ähnlichem. Ja, Sarah, du hast ja jetzt argumentiert, dass Deutschland im Grunde die deutschen Produzenten, die Produzenten im Süden Europas niederkonkurriert haben durch Lohnzurückhaltung, insbesondere eben Agenda 2010 und so weiter. Das ist ja auch plausibel, wenn man sich die Lohnstückkostenentwicklungen anschaut. Andererseits habe ich jetzt euer Buch eigentlich so gelesen, dass ihr bestreitet, dass Griechenland ein Problem der Wettbewerbsfähigkeit vor der Krise gehabt hätte. Wenn man sich die Löhne in Griechenland anschaut, ist natürlich auch das absolute Lohnniveau viel niedriger. Die Profitabilität vor der Krise war recht hoch.
Deswegen ist ja auch sehr viel Kapital dorthin geflossen. Das heißt, es gab auch höhere Wachstumsraten als in Deutschland. Aber warum ist dann Griechenland sozusagen als erstes Land dermaßen in eine Refinanzierungskrise geraten? Beziehungsweise wie siehst du dann im Grunde genommen eigentlich die Krisenursachen, wenn es kein Problem der Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands ist? Also mir scheint da ein gewisser Widerspruch zu sein jetzt zwischen Sarahs Erklärung der ungleichen Entwicklung in Europa und dem, wie ihr das in dem Buch dargestellt habt. Vielleicht könntest du dazu noch mal kurz etwas sagen. The left, when it's charged with contradiction, usually replies it's just dialectical. I won't try to say that. Let me say a little bit before I answer the question what I think the we discussed in the first question what the proximate causes, the unregulated finance, social inequalities, macroeconomic imbalances. What do I see as deeper than that, which created those proximate causes? Well, I believe David Harvey's schema, you can read it in The Enigma of Capital, where he says that the form of the capitalist crisis has changed over the years. So in the 70s, it was very much a crisis of overproduction. So then neoliberalism tried to squeeze wages and labor. That would have created a crisis of underconsumption, as workers didn't have enough to buy. But how did they solve that in the Anglo-Saxon economies? They lent people. So if you think of the toxic bonds, these toxic bonds in America were, their root was some of the borrowing to some of the poorest households in American society, Hispanics, blacks, southern working class. So then you lend to these people, they can't pay it back because wages do not increase, as you said in Germany, but also in America. Wages in America have been flat, real average hourly wages have been flat in America since about 1974. So then you lend to them, they can't pay back, and you have a financial crisis. So in my view, that behind all these proximate causes is a very serious crisis in the production of production activity in the capitalist economy. Because why did we have such a financial crisis? Well, some people needed to borrow, but some people needed to lend. And who were lending in these financial markets, in the derivative markets? But people who did not find profitable opportunities in the real economy. We had a glut of savings, too much savings, that couldn't find enough profitable opportunities, and it went to speculative markets, it went to housing markets, and so on. So there's something much deeper going on in the capitalist economy, just inequalities, or just unregulated finance, or just macroeconomic imbalances. Now, I think this helps us to understand one thing which I disagree with Sarah in what she said, so to spice up the discussion. The book says Greece is not exceptional. And why? Because what is the usual story about Greece being exceptional? Most countries entered the crisis without having increase in public sector debt. Spain and Ireland, there was no increase in public sector debt before 2008 or in deficits, but in Greece there was. So Greece is exceptional. The argument is Greece spent more than it produced. They were too interested in sharing out the pie and not increasing the pie and so on. Now, I want to say that that argument is not in fact quite right. What we have post-70s, and I would refer to an excellent German who I've been reading much in the last 5 years, Wolfgang Streich. Streich, is it pronounced properly, who's written very important articles, in my view, in the New Left Review and the Social Economic Review, of which he was editor. And he says the following. If you look from the 1970s onwards, nearly all types of debt increase. Why is it necessary for debt to increase? There's few periods where it doesn't increase and it sort of flattens out and then it increases. Bank debt, private debt, government debt. Because there is a legitimacy problem in capitalism. Because
democracy, that the democratic solution, the compromise between capitalism and democracy in the 50s and 60s, which included strong unions, which included a welfare state, which included the redistribution of income, the Gini code, the redistribution of income, it becomes more and more equal in the 50s and 60s, nearly everywhere in the Western world. That ability to have a capitalism that also redistributes, that also encompasses certain sections of the middle class and the lower class, that isn't possible. And what happens in the Anglo-Saxon countries, where they have the most advanced financial systems, they lent to the poorest people. In Greece, we didn't lend to the poorest people. The state used clientelistic politics by closing an eye to tax evasion, by allowing people not to declare their taxes, by increasing public sector employment. So it is different in that sense, but it's answering the same problem. So it's a reverse causation of what Merkel and most people think. Most people think about Greece, we didn't do neoliberal reforms, and thus we had a crisis at the end of it. So the suggestion is that if we'd done more neoliberal reforms, if we'd liberalised the labour market more, the product market more, if we'd reduced taxes more, then the neoliberal economy would have produced the jobs, the neoliberal economy would have increased wages, it would have created enough taxable income, so we would have had the welfare state and wouldn't have a problem. My answer to that is, well, why didn't that work in America and Britain where there was a crisis? Why did the neoliberal economy in America and Britain not have the ex post justification through performance, increasing wages, full employment, and so on? So the argument is reversed. It wasn't that the Greek economy wasn't neoliberal enough, and that's why it didn't have success. On the contrary, it was because, like all neoliberal economies, it doesn't produce enough high wages, enough good jobs, enough taxable income to be able to afford a welfare state, that you have to do something for hegemony. You have to do something to legitimize the system. In America and Britain, you lent to people. In Greece, you used the state. But it's answering the same fundamental problem in capitalism. Now, the question then, Thomas says, is the Greek economy lacking in competitiveness? And is the answer, what is the answer? Firstly, let me say, in this case, I agree completely with Sarah's analysis about increasing wages in the northern countries, in dealing with tax evasion to be able to pay for various things, for various social issues and investment issues and so on. Let me add this, though. If we're right, and this is a serious capitalist crisis, it's not just a blip, it's not like a stabilization program and things will return to normal after 3 or 4 years. If this is a serious capitalist crisis, then we need a serious critique of capitalist ideology and capitalist values. And attacking competitiveness seems to me, the concept of competitiveness seems to me to be crucial in that. And let me say it, before I say it in economic terms, in the terms of value. Everybody, and left-wing people included, want their hospital to be better this year than it was last year, their school to be better this year than it was last year, their company to be better this year than last year. So wanting to improve things is not a capitalist ideology. It's something I think that we all share. What is capitalist ideology is wanting your school to be better than another school, your hospital to be better than another hospital, your firm to be better than another firm. That is the big difference. So if we're going to have a new productive model, the idea that you get at the core of neoliberalism, firms fighting against each other, regions fighting against each other, whole nations fighting against another, has to be broken. Because the way that argument is formed, you have to be competitive, we will never win. We will never win if the goal is competitiveness in that sense that you want to be better than somebody else and not that you want to improve. Because the whole point of neoliberalism is to get workers to be
fighting each other from the same company, you know, the same company in Frankfurt and the same company in Hamburg, and you can get workers offering more to capitalists in wages or in holiday, the number of days they take in holidays. If that is, you will get regions, so you'll get Baden-Württemberg fighting the north of Greece for more funds. If that is the strategy, that will always be to the cost of working people. So we need to actually challenge the concept of competitiveness. That doesn't mean we don't put right at the top of the agenda the issue of production reconstruction and the issue that has been at the core of the left since the 19th century. Because the core question of the left since the 19th century has been who produces what, for whom, in what way. That has been the core of left-wing thinking. So we need to think deeply about the productive model, especially if we think that's at the core of this crisis. We need to think very deeply about how you can improve things, how your hospital, your firm, your university department, your school can be better than it was last year, but not in these terms where the goal is just to be better than somebody else. And I think that the left has one big advantage in this debate. And let me end with that, and we can come back to any further issues. When I was growing up in Britain in the 60s and 70s, as I said to a meeting we had beforehand, what was the core Western ideology of a schoolboy in Britain in the 60s and the 70s? That we in the West, this is the core capitalist ideology, are the pluralists. We have the terrible Soviet Union on the other side, who only believe in the state, who only believe in central planning, whereas we're large. Of course, we support the market, and of course, we support capitalism and entrepreneurship, but we have state hospitals, we have cooperative, we have state education systems, we have local authority that has an autonomy to be able to create on its own democratic priorities where it produces, what it produces. And that was the capitalist ideology. But that has been destroyed with neoliberalism. Now, we are the pluralists, the left are the pluralists, because our opponents have narrowed down all that pluralism. There are no more protective zones in education and health. In fact, education and health, if you're a Schrader or a Blair or a Simitis, education and health has to work like the market. Not only is it not a protective zone where progressive values and cooperative values can flourish, but it has to work exactly like the private sector. There is no interest in cooperatives or in industrial democracy. In fact, there is no biodiversity in their production and regulation approach. They are for the market, they are for entrepreneurship, they are for private ownership. Whereas we in the left can challenge this, firstly challenge the nature of competitiveness and say that the production model can be very pluralistic. Obviously, as left-wing people, we want more social production than we want private production, but there is a role for private production, but more importantly, there is a role for a huge range of social production, from the solidarity in the social economy to self-management to ethical banking to banking for special needs. And I think if the left says that, if it says that we are the pluralists now, that we understand that there is a huge range of human needs and that we have a range of institutions and productive structures and ways of organizing production to respond to the needs, you can actually gain hegemony in this capitalist crisis. And it's in the first, we are the first generation for very many where you can say that, where our opponents are stuck in an economic model that isn't working and are stuck with a very narrow view about production, about the role of the economy and the role of the relationship between the economy and society, between the economy and neighborhoods, between the economy and what matters in people's lives. To be able to be part of a community, to be able to be part of to be able to be treated seriously in the factory, to be able to have human labor relationship. And if we keep hold of that, I think it can be the beginning of turning the tables after very many years when we didn't have such hegemony.
Du hast ein Konzept einer gemischten Wirtschaft nahegelegt. Du hast gesagt, wir sind Pluralisten. Es gibt quasi Raum für ganz unterschiedliche Produktionsformen oder Eigentumsverhältnisse, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber warum nicht die Produktionsmittel insgesamt vergesellschaften? Warum sollten wir einen privaten Sektor haben? Gut, das wäre eine Diskussion, die wir nochmal führen können. Da gebe ich dir aber jetzt nicht das Mikrofon wieder, weil dann kommen wir nicht zu der anderen Frage, die mich interessiert, die ich eigentlich diskutieren wollte mit euch, nämlich wie ist es mit der Europäischen Union? Ich meine, mir scheint es so, dass die Krise von den herrschenden Kräften oder von der dominanten Fraktion der herrschenden Kräfte in Deutschland, also vom Bundesverband der deutschen Industrie und anderen Wirtschaftsverbänden, als Chance gesehen wird, im Grunde die Gesellschaft umzubauen und das auch durch eine Vertiefung der europäischen Integration. Es ist ganz klar, Sie haben eine Strategie der Vertiefung, also quasi die neoliberale Ausrichtung der EU noch autoritär quasi weiter zu festigen und voranzutreiben. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Fraktion im Verband der Familienunternehmer in der Alternative für Deutschland, die im Grunde diese Integration in Frage stellen und das zurückdrehen wollen, die also sozusagen eher nationalistisch orientiert sind. Wie kann die Linke im Grunde eine autonome Position entwickeln gegenüber diesen beiden Seiten? Ich denke, wir haben da einen Zwei-Fronten-Kampf zu führen. Aber wie soll die Linke sich beziehen auf die europäische Integration? Wie sollen wir damit weiter umgehen mit der Eurozone, mit der EU? Wie siehst du das, Sarah? Naja, wir diskutieren natürlich über verschiedene Ebenen. Also sag mal, bei dem Beitrag eben habe ich keinen Grund zu widersprechen. Also wenn wir den Kapitalismus überwinden, dann haben wir auch kein Problem mehr von Wettbewerbsfähigkeit. Also das ist ja der Kern kapitalistischer Ökonomie, dass eben nur investiert wird, wenn entsprechende Profitraten in Aussicht stehen. Und das war der Ursache der Krise der 70er Jahre. Dass natürlich der Keynesianismus, die auch starken Gewerkschaften in Westeuropa, auch die Konkurrenz, die damals ja durchaus noch spürbar war, natürlich, dass es im Osten ein anderes System gab, wie gut das immer war, aber es war eine Konkurrenz. Es hat alles dazu geführt, dass in den westeuropäischen Ländern sehr starke sozialstaatliche Regelungen durchgesetzt werden konnten, dass die Gewerkschaften gute Lohnerhöhungen erkämpft haben und dass natürlich die Rendite, die Profitrate nach unten ging. Das ist einer der Ursachen gewesen, warum es dann diese Krise gegeben hat und dann natürlich der Neoliberalismus genau der Pendelschlag in die entgegengesetzte Richtung war. Und da sind wir uns ja einig, ein Teil des Nachfrageproblems durch Überschuldung der Privathaushalte und ein Teil durch Verschuldung der Staaten ausgeglichen wurde. Also Staatsschulden sind ja nicht per se was Gutes, sondern Staatsschulden, die dadurch entstehen, dass man die Reichen und die großen Unternehmen steuerlich entlastet, sind ja schon ein Ergebnis des Rückzugs. So, das ist der Prozess gewesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, und man kann kurzfristig argumentieren oder längerfristig, wobei ich mich nie festlegen würde, was längerfristig heißt, weil man das eben gar nicht weiß. Also ich weiß nicht, wann die Krise sich so zuspitzt, dass in Teilen Europas vielleicht auch ganz andere Lösungen möglich werden. Aber zumindest gibt es ja verschiedene Ebenen, ob wir jetzt sagen, wir versuchen und setzen alles daran, das ökonomische System auszuhebeln oder wir überlegen, wie man sozusagen in dem Rahmen, in dem man zunächst mal agiert, Regelungen verschafft. Und auch wenn wir über die EU reden, sind das natürlich zwei völlig unterschiedliche Fragen. Also eine nicht kapitalistische Ökonomie, die sollte auf europäischer Zusammenarbeit basieren, ja, ohne Frage. Die sollte auf offenen Grenzen basieren, auf Solidarität, auf Austausch und natürlich nicht auf Konkurrenz der einzelnen Länder. Also das ist ja das Wesen einer nicht mehr kapitalistischen Ökonomie, dass sie eben nicht mehr auf Konkurrenz beruht. Das wäre der Kern. Aber die heutige EU ist natürlich geprägt von den kapitalistischen Machtgruppen, das heißt von den größten Unternehmen und größten Banken, die es im Grunde, so wie sie heute gestaltet ist, zu ihrem Instrument gemacht haben. Und sie haben die EU zu einem Instrument auch der Entdemokratisierung gemacht. Kapitalismus und Demokratie war immer ein schwieriges Feld, weil natürlich Kapitalismus immer bedeutet eigentlich ein Minderheitenprojekt. Also wer eine kapitalistische Ökonomie begünstigt und schon gar im neoliberalen Zeitalter immer nur eine Minderheit.
steht also im Grunde im völligen Widerspruch mit demokratischen Strukturen, wo sich ja eigentlich eine Mehrheit durchsetzen konnte. Und schon der alte Hayek, Friedrich von Hayek, also einer der ersten ganz vehementen Verfechter, also schon in der unmittelbaren Kriegszeit und Nachkriegszeit, also eines richtigen Laissez-faire-Liberalismus, eines richtigen, also der vollen Gegenposition zu einem Wohlfahrtsstaat, zu Regelungen, hat damals in einem Artikel von 1939 schon so eine Idee entwickelt, dass man durch eine Integration von Ländern, die über Märkte läuft, Demokratie eigentlich sehr wirkungsvoll aushebeln kann. Und dieses Konzept wird heute in der EU teilweise oder wurde seit dem Maastricht-Vertrag relativ erfolgreich realisiert, indem man nämlich mit dem Maastricht-Vertrag und bei Lissabon ging das dann weiter, also Nizza-Vertrag, Lissabon, im Grunde die EU nicht als eine positive Integration betreibt, also dass man zum Beispiel Mindeststeuersätze für Unternehmen, hätten wir nie was dagegen gehabt, wäre wichtig, aber gibt es eben ganz zufällig nicht oder eben nicht zufällig. Sondern man macht eine negative Integration im Sinne dessen, dass man die Marktfreiheiten entfesselt. Zum Beispiel auch dadurch, der Lissabon-Vertrag verbietet Kapitalverkehrskontrollen. Damit ist natürlich der Weg frei für Steuerausweichung, der Weg frei für Erpressung ganzer Länder, weil es ist ja ein Knopfdruck, dass ich das Kapital woanders bringen kann. Auch damit ist natürlich auch die Regulierung des Finanzsektors viel, viel schwerer geworden, wenn die überall beliebig hingehen können. Und genauso auch der Binnenmarkt. Die Binnenmarktfreiheiten, Niederlassungsfreiheit, Wettbewerbsfreiheit wurde von der EU-Kommission und dem EuGH immer so definiert, dass sich das vor allem gegen soziale Regelungen und Standards richtete. Die hat man dadurch ausgehebelt. Und natürlich setzt sich das jetzt fort mit richtig massiven Eingriffen in nationale Rechte wie den Fiskalpakt. Also der Fiskalpakt bedeutet ja, dass die Länder, die hohe Defizite haben, in Zukunft völlig ihre Haushaltssouveränität verlieren. Das heißt, dann ist es relativ egal, welche Partei regiert. Man kann trotzdem keine sozialen Dinge mehr durchsetzen, weil ja quasi der Haushalt an Brüssel übergeben wurde. Und das ist natürlich durchaus im Interesse mancher oder im Interesse der Regierungen, die wir heute haben, weil das sie natürlich auch entlastet vom Druck, weil sie ja nicht mehr selber schuld sind. Auch viele Privatisierungen in der EU sind ja so durchgesetzt worden, weil nicht die Regierungen mussten sie verantworten vor ihren Wählern, das wäre vielleicht unpopulär gewesen, sondern Brüssel hat den Weg dafür bereitet und dann gab es gar keine andere Chance. Dann konnte man sagen, gut, wir können ja nichts machen, wir müssen uns ja den Brüsseler Regeln, den EU-Regeln müssen wir uns unterwerfen. Dass sie die selber vorher ausgehandelt haben, wird dann mal eben beiseite gelassen. Also insoweit ist die heutige EU, die Art der heutigen Integration meines Erachtens schon ein Projekt, das die demokratische Einflussnahme auf ökonomische Entwicklungen zurückdrängen soll, dass sozialstaatliche Regelung zerschlagen soll durch eben sogenannte Marktfreiheiten, wobei eben dieser freie Markt ja auch noch nicht mal ein wirklich freier Markt ist, weil es ist ein Markt, wo vor allem große Unternehmen ja quasi die Bahn freigeschossen kriegen, nicht kleine, es sind vor allem die großen. Also das erklärt ein bisschen, warum diese Familienunternehmer, wobei da ja auch teilweise richtige Konzerne dabei sind, aber zumindest die kleineren von ihnen, die haben natürlich nichts davon, weil sie nicht die sind, die in Brüssel repräsentiert werden. Da gibt es also so eine gewisse Stimmung dagegen, die aber dann eher so nationalistisch ist, wobei das für die insgesamt herrschende Klasse meines Erachtens nicht repräsentativ ist. Die will schon diese Art von Integration, diese Art von Marktfreiheiten, diese Art von Entmachtung von Parlamenten, weil sie dadurch quasi das Störfeuer demokratischer Entscheidungen minimieren. Weil wir haben das ja gesehen, also damals zum Beispiel in Griechenland, als es die Debatte um eine Volksabstimmung gab, was das für ein Aufruhr war, dass man das doch nicht darf. Und natürlich immer, wo die Bevölkerung mitredet, ist immer die Gefahr für die Finanzmärkte und für die Wirtschaftsunternehmen, dass Dinge rauskommen, die ihnen nicht passen, weil natürlich eine Mehrheit in Deutschland wahrscheinlich lieber eine bessere Rente hätte und auch vielleicht ein bisschen mehr Rentenbeitrag, weil nämlich die Unternehmen die andere Hälfte ja zahlen müssen. Das wäre ja, wenn man das wirklich demokratisch zur Abstimmung stellt, hätte man eine Mehrheit Rente mit 67 weg. Und natürlich wäre sicherlich auch die Mehrheit eher dafür, im Gesundheitssystem und in vielen anderen Dingen soziale Regelungen durchzuführen, weil sie würde ja davon profitieren. Aber die Unternehmen natürlich nicht, die müssen es ja mitbezahlen und dazu daran haben sie natürlich kein Interesse, das mindert ja die Renditen. Und deswegen ist das meines Erachtens ein falsches Projekt, wobei ich eben das Problem sehe,
wir kommen aus dieser Logik eigentlich nur raus, wenn zumindest die großen privatwirtschaftlichen Machtkonzentrationen zerschlagen werden. Und sprich, zerschlagen heißt dann natürlich entweder vergesellschaftet oder Belegschaftseigentum, aber zumindest nicht mehr privat sind. Weil privates Eigentum will sich rentieren und privates Eigentum, was hochkonzentriert ist, ist gleichzeitig gesellschaftliche Macht. Und das ist ja sozusagen der zweite Weg, durch den Demokratie eben auch immer mehr ausgehöhlt wird, ist ja, dass Politik zunehmend käuflich wird. Weil wenn wenige so viel Geld steuern und so viel Geld bewegen, dass sie sich quasi auch jede Partei kaufen können über Spenden, über indirekte Formen. Das sind ja, ist ja der Hintergrund dieser ganzen tollen Mandate, Aufsichtsratsmandate und was es da alles gibt. Das ist ja alles gekaufte Politik. Da wird dann im Nachhinein belohnt, dass einer vorher die entsprechenden Entscheidungen gemacht hat. Also ich glaube, dass man aus dieser ganzen Logik nur herauskommt, du hast das Stichwort gemischte Ökonomie genannt, indem man so da, wo großes Eigentum sehr konzentriert ist, tatsächlich wegkommt vom privaten Eigentum. Sonst kann man aus dieser Logik nicht rauskommen. Sonst kann man sie eigentlich auch nicht überwinden. Und das ist meines Erachtens schon eine Kernfrage. Man kann natürlich trotzdem, sag mal, im Rahmen dessen, was wir zurzeit haben, bestimmte soziale Regulierungen wieder durchsetzen, wenn Menschen sich massiv wehren. Das sehe ich schon. Also es gibt auch Spielräume unterhalb dessen. Aber eine wirkliche Lösung der Krise, da sind wir dann wieder auf einem Nenner, sehe ich auch nur, wenn man das anpackt. Aber das würde eben tatsächlich verlangen, dass wir in Europa ganz andere Bewegungen, ganz anderen Druck hätten, als wir das heute haben. Also aktuell ist es ja teilweise gespenstisch, gerade in Deutschland, wie still und wie lethargisch es ist. Also wenn man sich anguckt, wie in diesem reichen Land im Grunde Armut wächst. Und wenn ich dann beobachte, wie zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen öffentlich begleitet wurden von den verschiedenen Interessengruppen. Also von den Wirtschafts-, von den Arbeitgeberverbänden, von den Wirtschaftsinstituten, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und so weiter, ist im Grunde geradezu kampagnenmäßig, sind diese Koalitionsverhandlungen so begleitet worden, als würde da jetzt irgendwie halb schon die Einführung des Sozialismus organisiert. Also es war doch irre. Die Mütterrente war da schon irgendwie so das Beispiel dafür, was diese Regierung also sich völlig übernimmt an sozialen Wohltaten. Völlig irre. Also aber der Standard heute ist ja weit unter dem der Ära Helmut Kohl. Aber so wurde das von der einen Seite kommentiert. Ja, und da muss man sagen, die Gegenkräfte, also gerade die Gewerkschaften, die Gewerkschaftsspitzen, die ja hätten den Gegendruck aufmachen müssen, die haben das eben leider viel zu wenig getan. Es gab diesen Gegendruck kaum. Sondern da wurde im Gegenteil wurde noch geworben, große Koalition und ein bisschen was, wenigstens kriegen wir jetzt 8,50 Euro irgendwann. Und solange da so wenig Druck ist, sehe ich zumindest in Deutschland natürlich auch relativ wenig Chancen auf Veränderung. Also meine Hoffnung ist dann eher, dass in Südeuropa, wo die Leute traditionell kämpferischer sind, und das ist ja schon eine Diskrepanz, also die Lohnstückkosten zum Beispiel in Griechenland, das hat sich schon anders entwickelt als in Deutschland in der Vergangenheit. Also jetzt nicht, in der Krise haben sie das weit, weit runtergedrückt. Aber vor der Krise haben sie in Griechenland, ich habe mir ja die Statistiken angesehen, natürlich immer noch weit bessere Lohnabschlüsse im Trend, also nicht in der absoluten Höhe, aber in der Entwicklung, bessere Lohnabschlüsse erkämpft, als es das in Deutschland der Fall war. Nicht, weil der Staat nicht neoliberal war. Natürlich ist die griechische Regierung vorher neoliberal gewesen, aber sie waren einfach kämpferischer. Also das ist ja auch etwas, was meine Hoffnung ist, dass Hollande tüchtig auf die Nase fällt mit seinen Reformen, ist meine Hoffnung, dass in Griechenland da mehr Widerstand stattfindet, als wir das in Deutschland erlebt haben. Also dass die Franzosen sich nicht so leicht Hartz IV verordnen lassen und nicht so leicht einen deregulierten Arbeitsmarkt. Aber das muss man abwarten. Aber dieser Druck, den brauchen wir natürlich in einer Größenordnung, die weit über das hinausgeht, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, um tatsächlich solche Veränderungen anzugehen. Aber dass es am Ende um die Eigentumsfrage geht, auch bei den Banken. Also diese riesigen Privatbanken, die kann man nicht regulieren. Das ist völlig unmöglich, das sieht man doch. Das heißt, die müssen tatsächlich zerschlagen werden in kleinere Einheiten und die sollten dann in den jeweiligen Staaten quasi öffentliches Eigentum sein. Sonst ist keine Chance auf Bankenregulierung. Das ist einfach aufgrund der Machtkonstellation. Und ganz ähnlich ist es bei den großen Konzernen. Also das glaube ich schon als Perspektive und als Forderung würde ich das völlig unterschreiben, weil natürlich
ohne diese Machtkonzentration zu brechen, schafft man auch nicht eine, eine Wiederherstellung der Demokratie. Und zurzeit haben wir keine. Also wie gesagt, wenn wir langfristig die EU umgestalten unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, anderen ökonomischen, das wäre aber eine völlig andere Integration, eine völlig andere EU. Also eine nicht kapitalistische Ökonomie, die kann man auch so integrieren, dass das sozial und auch demokratisch funktioniert. Eine kapitalistische Ökonomie, so wie wir sie heute haben, da, wenn man das konkrete Beispiel Bankenunion, erwarte ich überhaupt nichts, was die Regulierung angeht. Also wir haben ja jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch beispielsweise von Barnier, wie man das mit dem Eigenhandel regeln soll. Also diese Regelung ist ein Witz. Den haben die Bankerlobby hat den selber geschrieben. Und ich habe ja auch im Europäischen Parlament erlebt, ich sage nicht, dass im Bundestag die Lobbymacht gering ist. Die spielt da auch eine große Rolle, leider. Und auch im Bundestag ist es ja zunehmend so, oder in der deutschen Regierung und in Ministerien, dass man Gesetzesvorhaben zum Beispiel auslagert an Wirtschaftskanzleien. Das ist alles übel. Aber da regt sich zumindest noch einer drüber auf. Bei der EU-Kommission ist das institutionalisiert. Da werden die Richtlinien von den Wirtschaftslobbyisten geschrieben. Das ist Teil des Apparats der EU-Kommission. Und im Europäischen Parlament, habe ich selber erlebt, sitzen in der Regel in den Ausschüssen mehr Lobbyisten als Abgeordnete. Das ist so im Bundestag noch nicht. Also, oder ist überhaupt nicht. Also die dürfen da eigentlich nicht sitzen, außer bei Anhörungen. Und es wäre auch auf nationaler Ebene nicht ganz so leicht, weil da die Öffentlichkeit mehr hinguckt. Währenddessen das, was in Brüssel passiert, ist kaum beobachtet. Da kriegt man das nicht so mit. Und deswegen ist die Lobbymacht da noch viel reibungsloser, noch viel direkter, noch viel unmittelbarer. Und ganz konkret bei der Bankengeschichte, Bankenaufsicht, das soll jetzt die EZB machen. Nun sitzt die ja noch nicht mal in Brüssel, sondern sie sitzt in Frankfurt. Sie sitzt also in direkter Nähe zu denen, die sie da, zumindest den deutschen Teil dessen, was sie beaufsichtigen soll. Und ich sage mal, wenn ich mir die EZB-Politik angucke der letzten Jahre und wenn ich mir angucke, wo Herr Draghi vorher gedient hat bei Goldman Sachs, und da kommen andere auch aus solchen Bereichen, also da zu erwarten, dass dort die Banken an die Kandare genommen werden, halte ich für eine völlige Illusion. Sondern diese ganze Bankenunion hat ja vor allem einen Hintergrund. Die Altlasten, die die Banken immer noch in ihren Bilanzen haben, und die summieren sich nach Schätzungen auf etwa 1.000 Milliarden Euro. Die sollen irgendwie jetzt doch noch dem Steuerzahler und dem ESM übergeholfen werden. Das ist der Hintergrund. Also nicht die Eigentümerhaftung und die Gläubigerhaftung und was Sie da alles erzählt haben. Das soll ja alles erst viel später kommen, und dann haben Sie schon wieder Regelungen eingebaut, wann Sie das auch gar nicht machen, also dass das gar nicht unbedingt so kommt mit dieser Haftungskaskade. Sondern eigentlich geht es darum, das Steuerzahlergeld dafür in Aktion, in Einsatz zu bringen, diesen Banken diese Altlasten abzunehmen. Und das ist, sag mal, von vornherein natürlich nicht im Interesse der Mehrheit der Menschen in Europa. Das ist eine völlig falsche Politik. Und ich finde auch, man braucht auch nicht diese Monsterbanken. Die Deutsche Bank hat eine Bilanz von etwa 2 Billionen, also unterschiedlich groß, je nachdem nach welchen Bilanzierungsstandards. Aber in etwa so. Eine solche Bank, und da ist ein großer Teil, ist Wetten. Einfach nur Finanzwetten. 4% ihrer riesigen Bilanz wären dafür verwandt, Kredite zu vergeben. Und dann stellt sich immer wieder diese Bank hin und sagt, ja, wenn ihr uns reguliert, dann können wir ja keine Kredite mehr vergeben. Sie vergeben doch so gut wie keine mehr an die reale Wirtschaft. Und das ist einfach, sag mal, aber eine Bank, die eine solche Bilanz hat, die hat natürlich eine unglaubliche Macht. Und wir haben ja jetzt auch mehrfach die Skandale erlebt, und die sind ja nach wie vor nicht vom Tisch, sondern es geht ja weiter, dass einzelne Banken ganz elementare volkswirtschaftliche Größen manipulieren können, nämlich Zinssätze, Wechselkurse, Rohstoffpreise, Goldpreis und Ähnliches, weil auf dem Finanzmarkt, obwohl da so riesige Summen umgesetzt werden, relativ wenige Banken tatsächlich einen Großteil der Umsätze machen. So, und wenn ich solche Banken habe, dann haben die eine solche Macht, die können ja jede Währung in Grund und Boden spekulieren, wenn sie das wollen. Und natürlich sind die Staaten, die müssen ihre Anleihen, selbst Deutschland, die wir jetzt zurzeit ja wirklich also super günstige Zinsen haben. Aber natürlich, wenn sich da die Stimmung ändert, also nehmen wir mal an, wir hätten hier plötzlich eine linke Regierung. Also natürlich würden dann die Bundesanleihen nicht mehr mit 0,5% verzinst oder 1 ist, glaube ich, zurzeit, sondern das würde sich ganz schön verändern.
Und damit ist ja auch eine Abhängigkeit der Politik von diesen Banken. Und deswegen glaube ich, ohne Vergesellschaftung des Bankensektors und Verkleinerung, weil diese ganzen absurden Geschäfte darf natürlich eine öffentliche Bank nicht machen. Das war ja das Problem bei den Landesbanken, dass sie auch Investmentbank spielen wollten, nur dass sie dabei dann sehr auf die Nase gefallen sind. Aber sag mal, wenn man die Banken auf das reduziert, was eigentlich ihre volkswirtschaftliche Aufgabe ist, dann heißt das automatisch, dass man sie radikal verkleinert. Dann würde also von der Deutschen Bank nur noch ein winziger Bruchteil übrig bleiben. Und das müsste dann auch passieren. Also die Deutsche Bank mit ihrem jetzigen Geschäftsgebaren in öffentlicher Hand, also da kann ich nur sagen, um Gottes Willen, weil das ist nicht öffentliche Aufgabe. Und da würde jeder auch irgendwann sagen, na was machen die denn da, was treiben die da für Geschäfte? Und irgendwann würden sie auch wieder Verluste einfahren. Also das würde diskreditieren öffentliche Banken, so wie das leider ja die Landesbanken auch getan haben. Die haben ja öffentliches Eigentum, Bankensektor eher diskreditiert. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich der Weg. Diese Bankenunion packt von alledem gar nichts an. Sie reduziert nicht die Geschäfte, sie verkleinert nicht die Banken. Die EU hat sowieso nie Unternehmen verkleinert. Sie hat immer dafür gearbeitet, Unternehmen zu vergrößern, Fusionen zu begünstigen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Problem auf dem Bankensektor. Die sind ja heute noch viel größer, als sie vor der Krise waren. Weil sie ja zum Beispiel sich zusammengeschlossen haben, kann man in Deutschland exemplarisch sehen. Also es waren mal 4, also neben den Sparkassen, aber es gab die Postbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Dresdner Bank. Von den 4 sind nur noch 2. Und das waren ja mit die größten, die am Markt waren. Die Sparkassen sind ja viel kleiner. Und deswegen, und das ist ähnlich in anderen europäischen Ländern, also sie sind noch größer geworden. Und ich glaube, dass wirklich an einer Zerschlagung und Verkleinerung kein Weg vorbeiführt, weil ein Großteil der Geschäfte, die sie machen, auch einfach absurde Geschäfte sind, die niemand braucht. Und das sehen ja nicht nur wir Linken so, sondern sogar der frühere Notenbankchef der USA, Paul Volcker, ein ganz stockkonservativer Typ. Aber der hat ja auch diese Volcker-Rule vorgeschlagen und er hat mal so ganz kühl gesagt, also er sieht eigentlich keine einzige sinnvolle Finanzinnovation, die in den letzten 30 Jahren erfunden wurde, mit Ausnahme der Erfindung des Geldautomaten. Alles andere sei Wildwuchs ohne volkswirtschaftlichen Sinn und Verstand. Und wenn man diesen Wildwuchs nicht bekämpft, das sind auch gerade diese Derivate, haben sie ihre Machthebel. Und mit den Machthebeln, weil auch diese Beeinflussung auf den Finanzmärkten läuft ja über Derivate. Dadurch können sie ja so riesige Summen auch bewegen. Wenn man ihnen diesen Machthebel nicht nimmt, und das ist eben die Wechselwirkung, solange sie so stark sind, traut sich die Politik nicht, ihnen das zu nehmen. Und wenn sie es ihnen nicht nimmt, bleiben sie stark. Also muss es da einen ganz klaren Schnitt geben. Und ich sage mal, wenn wir zum Beispiel europaweit einen Schuldenschnitt durchsetzen, dann haben die Banken natürlich ein Problem. Das würde also von vornherein sie darauf quasi zurückfallen lassen, dass die Staaten dann sich darum kümmern müssen, dass die elementaren Dinge weiterlaufen. Also Kreditvergabe, Kleinsparer, dass die ihre Sparguthaben erhalten, dass die nicht entwertet werden. Das wäre auch Aufgabe der Politik. Aber wenn der ganze andere Unsinn, die ganze Spekulation, auch diese ganzen, natürlich auch die ganzen Gelder, die in Steueroasen liegen, wenn das entwertet wird, wenn das in sich zusammenfällt, ja, dann würde ich sagen, die Hedgefonds, ja, das muss uns nicht stören. Im Gegenteil, das wäre ja nur gut. Ja, wie wird das in der griechischen Linken diskutiert? Wie seht ihr das Verhältnis zur EU und zur Eurozone? Wie siehst du das mit der Bankenunion? Ich denke, es gibt da ähnliche Kontroversen wie bei uns. Soll Griechenland sozusagen aus dem Euro aussteigen? Würde das die Handlungsspielräume erweitern der griechischen Linken? Wäre das strategisch sinnvoll oder nicht? Well, let me start with the question of the Eurozone and the Greek strategy to remain within the euro as a first choice and not go to the drachma. Part of the reason why we have this strategy in favor of the euro is what I said before about competitiveness, because certain left-wing economists who were always against devaluation, now they were, you speak to traditional left-wing economists in the 60s and 70s and 80s, they were traditionally against devaluation for two reasons. One, because it reduces the real wage. That's how you become competitive. It's not through some trick. And secondly, it avoids talking about what
we think left-wing economists think are the key issues on the production side. How you produce, what industrial policy you have, how you can have a more socialized industry with workers' control or industrial democracy, and so on. So the devaluation, apart from the dangers of going back to the 30s, because it couldn't be that the Greek left would say it's good enough for us to devalue, but you should stay in. Yes, to the Spaniards, for instance, or the Portuguese. Yes, it wouldn't be quite honest to say, well, we're going to devalue, but can you please stay in the euro so we have the maximum advantage with respect to the Portuguese or the Spanish? So that wouldn't be a really credible, ethical position. So from there, I want to go to the question of how much integration. Yes, because part of the reason we don't want to leave the euro and we want a European solution is because we think that it's very important at certain level to have supranational solutions. Now, the book that I've written with Christos Laskos starts from a previous Greek book where we tried quite seriously to discuss past left-wing failures. Because in the 70s and 80s, we had a number of left-wing strategies. The Labour Party in Britain moved to the left and had the alternative economic strategy. The common programme of the left in France with the communists and the socialists that won the election in 1981. PASOK itself that won the election in 1981. Now, for us, it is not accidental that all of those three experiments ended up in a financial crisis. In Britain in 1976, and they had to go to the IMF. 1983, there was a financial crisis and Mitterrand changed position, and there was a financial crisis in the run-up to the first election after PASOK in 1985. So it seems that left-wing strategies have a problem with finance, that left-wing strategies often lead to financial problems and financial markets being on the other side. So it seems to us that no country by itself can deal with the financial markets or with the multinational corporations, or for that matter, the things that you were interested in about tax and sharing information and to reduce tax evasion. So we think it's very important that the left does have a strategy for the supranational, and that the left didn't have a strategy for Europe in the 70s and 80s. So although they may have been within Europe, the British Labour Party, the PASOK government in Greece, and the French Socialist Communists all had a national strategy within Europe. That's not the same as having a European strategy. That's very different from having a European strategy. And so we think that the failure of those governments created the space for hegemony of our opponents. That the way that liberalisation and globalisation and within Europe integration was carried out was on the back of left-wing failures. The left had virtually no influence, if you exclude a bit Delors' comments on the social charter and so on, had very little influence on the way globalisation and and integration was carried out. And we think that's a big mistake. Now, that doesn't mean that you don't have national strategies, that you don't accept that the main locus of class struggle is the national level, but you have to have a strategy of how you deal with financial markets, how you do multinational corporation, how you deal with tax evasion. And that's why Syriza has been promoting things for more integration in terms of Eurobonds, in terms of a different structure for the ECB, that it shouldn't be the only bank in the world that only is interested in inflation and not a balance of inflation and in growth, and in various other areas as well. And I think we also need to look at banking union. I accept everything that Sarah has said about small banks and changing in favour of small banks, that is, and changing their role. I mean, it's not even left-wing people who say this anymore. Lord Turner, when he was the person who was in charge of regulating the British banks. And when he left, he made a big speech
People, whenever they leave their posts, then become suddenly left-wing. Whenever they're in those posts, they're always right-wing and impeccably orthodox. Anyway, so Lord Turner leaves his regulating job, and he says it is unacceptable that banking activity in the West has only 15% of its activities is on traditional banking activities. In other words, taking money from savers and giving it to people to invest. 15%. So the 85% is all the other things that you described. So that's clearly not a viable solution. So we need smaller banks. I think we need socialized banks. We need banks to be seen as a public utility. I mean, this too big to fail argument is, you know, it's devastating. Because what does it mean, too big to fail? It means the banks are so big that you will always save them out. That isn't even capitalism, yeah? I mean, I don't teach my students that capitalism is if you take big risks and you make a lot of money, you keep it. If you take big risks and you lose all your money, the taxpayers will give it to you back. I mean, that isn't even capitalist system. I don't actually know a name to describe it, what it is, because I haven't ever seen it in a book describing it. So I agree with that. But I also think that I also agree that this banking union isn't a banking union. If you want a banking union, you have to do at least two things. The first is that you have to have a common deposit guarantee at the European level. Yes, it has to be as it is in America and in Canada and in Germany. In other words, in all other monetary unions. And there has to be a resolution funds that actually has money. And that is true even if you have small banks. Because believe me, America had thousands of small banks, and it was only when it had a banking union after Roosevelt that the situation was sorted out. So even if you have the best... I mean, I don't know if you've seen the famous Frank Capra film, It's a Wonderful Life, where it's based on a bank run. Bank runs can happen in the best ordered system. They can be prevented with regulation, and there should be regulation, but they can happen in the best run household. So I think you need a banking union that is actually a banking union, and I think it's the only way you, in the transition to the kind of banks we want to see, the only way you're going to block financial crisis becoming government bond crisis and government bond crisis becoming financial crisis, which is part of the European problem. So the question is, how much integration? And it's a difficult question because at the back of all our minds is, do we want to commit ourselves to more integration when we don't know what the balance of forces is when that's going to be decided? That's a critical question. Yeah, because you know, you could be in favour of more integration only if it was on your terms, yes, if you were hegemonic. And you might be frightened of more integration if it was going to be the opposite side being, because it could make it even tougher, the neoliberal system, even more difficult. But that I think that is a political and tactical decision when you go for it. We have to be clear whether we're in favour, irrespective of the dynamics of politics at any particular moment, this year, next year, the following year, what do we actually believe? Do we actually believe that we, in economies like Europe, do we need more integration? And my argument, what I think is the final, the most important argument, is I don't see how democracy and what we all would want to see here, social experimentation, can be protected without greater integration. Because the alternative is not you've got your own currency, you do what you like. The alternative is, like Argentina now, facing the financial markets on your own. So if you actually believe that the future of the left is nation states who can be able to have some protection for the financial markets, to be able to be carry out different policies, to be able to socially experiment with the kind of banks we want to see, or the kind of cooperatives you want to see, or the kind of if you want that kind of experimentation, you have to be protected from finance. You have to, in other words, what Stiglitz says, that you know, in modern democracies, we vote every 4 years, and the financial
markets vote 5 billion times every day, yeah, with their decisions, what they do. And you need some protection from that. And the same, I think, goes for multinational corporates. So we have to have, in the back of our minds, and discuss and argue about, and whatever the tactics at any one moment, is that what we want to go? Do we want to go to a more supranational regulation corporation that actually provides space for alternative programs? And that's why Syriza has been arguing for both Eurobonds and the kind of things, but at the micro level, inching towards certain opt-out clauses. I don't know how many of you, and I would recommend it especially to younger researchers, to read a book from a progressive orthodox, Danny Roderick's The Paradox of Globalization. There, Danny Roderick argues in a very careful way that within globalization, which has its good aspects, you need to have opt-out clauses where people can experiment with the kind of economic policies they want to do to increase employment, to increase the skill base of a particular area. And that, in fact, actually reinforces the good aspects of globalization because it provides legitimacy. So people see that what they are doing in their own society is good for them. You're looking at the world upside down if you're creating regions, countries for exports. What you want is to look at it the other way around. What you want is protection so that you can actually have local job strategies, local employment strategies, local production strategies, that globalization should be serving local needs and local priorities and regional needs and local priorities, not the other way around, of having regions and judging them whether they're actually promoting exports or non-exports. So let me finish, because the question was on integration and so on and competitiveness, but that's not all that Syriza's doing. And maybe in the next question or in the discussion, I mean, that if you think globally, you should still think, act locally. And Syriza has a view about European integration and the kind of policies that would help monetary union to get it kick-start and increasing wages in Germany and changing institutions. But we also have three central priorities for the for way the politics and the economy in Greece. And we have one pillar that says you should respond to the humanitarian crisis that Greece is facing, mostly because it's a firstly, because it is a humanitarian crisis, and there are many, many tragedies, believe me, going on as we speak, from people who haven't got enough to eat, from cancer patients who are giving up their treatment, and so on, but also for economic reasons. Even though most of us here won't be Keynesians, the recession is so deep that you need to put a floor. You need to put a floor on austerity to give people the hope that at the bottom, things might be a bit better next year, so they can start spending, they can start putting money in the banks. So that's the first pillar. The second pillar is this production strategy. What does it mean to have a production and industrial policy in the modern age? With what instruments? With what social relationships? With what priorities? In which sectors you have priorities? And the third is to be able to do some important reforms in the state, to make it more democratic, to make it more accountable, to make sure that there's more open government, the government that people feel is their government. And we're not going to be able to do all that very quickly, but what we are going to be able to do, if we get the negotiations correct and we have international solidarity, is in the first year or so to be able to do two or three initiatives in each pillar. Two or three important initiatives in the humanitarian crisis, two or three important initiatives in the production side, two or three in reforming the state. Some of these need money, some don't need money, so we've got to see our priorities. That basically is to give you an overall strategy of what how we see act locally, I think globally. Ja, vielen Dank, Euklid. Ich würde gerne einen Punkt noch mal aufgreifen zum Abschluss.
Ich stimme absolut zu, was Sarah und Euklid gesagt haben, dass es letztendlich auf Massenbewegungen ankommt, um die politischen Kräfteverhältnisse zu verändern. Ich denke, wir müssen uns alle über unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten klar werden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir wirklich eine große Chance haben, auch in diesem Jahr zu einer Europäisierung von Krisenprotesten zu kommen. Wir werden im Mai, vom 15. Mai bis zum 25. Mai, also dem Tag der Wahlen zum Europäischen Parlament, eine Aktionswoche haben, die verabredet wurde von verschiedenen Organisationen, vom Blockupy-Bündnis hier in Deutschland, von verschiedenen Organisationen, auch Syriza in Griechenland ist dort beteiligt, Organisationen der außerparlamentarischen Linken in Italien, in Spanien, in verschiedenen anderen Ländern. Es ist eine europäisch koordinierte Aktionswoche. Es wird hier am 17. Mai in Berlin auch eine zentrale Aktion geben, eine Demonstration, die auch dann zum Finanzamt, zum Finanzministerium und so weiter gehen wird. Also ich bitte euch, daran teilzunehmen. Ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank, des Neubaus der Europäischen Zentralbank im Herbst, wo es auch massive Aktionen geben soll, die den Herrschenden, die sich dort treffen werden, die Staatschefs, die Zentralbankchefs, ein bisschen den Spaß verderben sollen. Ich hoffe, dass wir sozusagen da weiterkommen mit der Formierung einer Massenbewegung. Das wird vielleicht noch nicht die große Massenbewegung sein, die wir brauchen, um wirklich die Verhältnisse zu ändern. Aber zumindest einen Anfang werden wir dort vielleicht setzen können. In diesem Sinne danke ich Ihnen und euch allen, dass Sie zugehört haben, mitdiskutiert haben. Danke nochmal an Sarah Wagenknecht und Euklid Tsakalotos. Danke auch an unsere beiden Übersetzer, Vinnie Otto und Stefan Schade. Und dann wünsche ich Ihnen und euch noch einen schönen Abend.